Ja, moin und herzlich willkommen zur PK, moin Babak, zur PK vor dem 26. Spieltag. Es ist ein besonderer Spieltag. Der HSV tritt morgen Abend, am Freitagabend um 18:30 Uhr zum Geisterspiel an bei Greuther Fürth. Dementsprechend werden auch keine Zuschauer dabei sein. In dem Zusammenhang möchte ich unsere Fans kurz darauf hinweisen, dass wir natürlich auch in den HSV-Club-Medien weiterhin über das Spiel berichten werden. Und vor allem möchte ich euch und Ihnen unser HSV-Net-Radio ans Herz legen. Ja, aber jetzt kommen wir zu Ihren Fragen. Unser Cheftrainer Dieter Hecking steht wie immer zur Verfügung. Wer möchte den Start machen? Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Dieter Hecking, die Lage hat sich ja nun nochmal dramatisch verschärft und man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob das hier die letzte Pressekonferenz für eine längere Zeit werden könnte. Wie ist Ihre Einschätzung im Moment dazu oder wie stehen Sie im Austausch auch mit der DFL? Ja, ich stehe da nicht im Austausch. Ja, also, ja, ich habe ja die Frage natürlich erwartet und ich kann euch auch nichts sagen. Also, ich denke, man sieht ja, dass links und rechts jetzt Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, das Wohl der Gesellschaft steht über allem. Da sollte der Fußball sich, denke ich, schnellstmöglichst auch zurücknehmen. Und deshalb, kann ich jetzt nicht sagen, wie irgendwas wann entschieden wird. Aber natürlich ist die Situation, wie sie ist, und von daher muss man, wie Sie schon richtig sagen, mit allem rechnen. Aber im Moment sieht es so aus, Stand jetzt, dass wir morgen Abend in Fürth Fußball spielen, und genauso gehen wir das Ganze erstmal nochmal an. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Kann ich ja mal mit einer sportlichen Frage anfangen, ne? Das lockert das ein bisschen auf. Jan-Jim Rahr hat jetzt ja seit grob einer Woche die Einheiten absolviert, wahrscheinlich auch heute. Wie sehen Sie denn da die Fitness für ein Zweitligaspiel? Ja, ich bin positiv überrascht, dass man das Jumbo da nach so einer langen Verletzungspause, wie er jetzt die letzten 7, 8 Tage mit der Mannschaft trainiert hat. Das führt dazu, dass er mit dem Flieger gleich sitzen wird, mit nach Fürth gehen wird. Inwieweit das morgen dann schon zum Einsatz reicht, das habe ich noch nicht entschieden. Aber erstmal Riesenlob an Jumbo, wie er das weggesteckt hat, diese Schwere der Verletzung. Wie er die Reha hochprofessionell abgeliefert hat, natürlich auch mit Unterstützung unserer gesamten medizinischen Abteilung plus Athletiktrainer plus Reha-Trainer. Da haben alle einen richtig guten Job gemacht. Ich hätte das so nicht erwartet, sage ich ganz ehrlich, dass dieser Spieler uns jetzt wieder zur Verfügung steht, vor allen Dingen wie er uns zur Verfügung steht. Das war klar, dass er irgendwann im März wieder zur Mannschaft stoßen würde. Aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Er hat überhaupt keine Angst in Zweikämpfen, hat die Dynamik wieder, ist körperlich in einem sehr guten Zustand. Das ist wirklich ein sehr gutes Teamwork von allen gewesen und deshalb gibt es auch keinen Grund, ihn heute zu Hause zu lassen. Mats Nicholson, NDR2. Hacking in einem vollen Stadion ist es ja gar nicht so einfach, Kommandos zu rufen, die jemand auf der anderen Seite hören soll. Da hat man oft das Gefühl, die Trainer machen das auch für sich so ein bisschen, um in Bewegung zu bleiben, um einfach dabei zu sein. Aber Deshalb morgen machen wir es nicht. haben Sie ja tatsächlich eine realistische Chance, dass alle Ihre Kommandos gehört werden. Wie verändert das Ihr Coaching? Fragen Sie mich nach dem Spiel. Also ich kann ihn jetzt. Ich habe noch nie ein Geisterspiel gespielt. Also ich stehe da genauso davor wie alle anderen auch, die es erstmalig so ein Spiel haben. Ja, und wenn man gestern Abend mal nur die Stimmung aus Gladbach und aus Paris nochmal so vom Fernseher mitgenommen hat, ja, dann ist das auch wieder eine neue Herausforderung für alle Beteiligten. Für die Spieler wird es eine Herausforderung sein, sich zu emotionalisieren für dieses Spiel. Ja, für die Verantwortlichen draußen wird es so sein, dass man trotzdem seinen Job machen muss. Ja, und nur weil man vielleicht mithören kann, darf man sich jetzt nicht zurücknehmen. Ja, so gehe ich zumindest mal morgen für mich daran. Aber was mich dann letztendlich erwartet, wie ich selber damit umgehe, deshalb kann ich die Frage wahrscheinlich am besten nach dem Spiel beantworten, wie das für mich war. Im Moment kann ich es noch nicht einordnen. Lars Pegelow ist die Frage noch aktuell. Ende 90,3 und danach Simon Brasch für die Mopo. Hacking, wie Sie gerade sagten, das ist ja alles Neuland für alle Beteiligten eigentlich. Sie sind jetzt diejenigen, die sozusagen dann irgendwie auf den Platz bringen müssen. Fahren Sie da angesichts dieser Gesamtsituation mit einem mulmigen Gefühl dahin und können Sie das vorausschauen, wie Sie das abstreifen können? Denn letztlich, wie Sie sagen, geht es ja darum, Zuschauer oder nicht, irgendwie Leistung zu bringen. Also mit einem mulmigen Gefühl gehe ich nicht dahin. Ja, ich bin aber auch kein ängstlicher Typ. Ja, die ganze Diskussion, die jetzt geführt wird, ja, ich kann das nicht beurteilen, da bin ich kein Fachmann für. Das müssen andere Leute bewerten. Wir versuchen im Rahmen dessen,
was wir leisten können, unser Bestes abzuliefern. Das ist die Aufgabe, die wir zumindest noch mal bis morgen Abend haben. Was darüber hinaus dann in den nächsten Stunden, Tagen, Monaten oder Wochen entschieden wird, in dem Fall kann ich nicht beurteilen, kann ich keine Einschätzung geben. Deshalb ist es meine Aufgabe, jetzt erstmal die Situation, wie sie ist, so anzunehmen mit meiner Mannschaft und zu versuchen, morgen Abend den Fürther Spiel zu gewinnen. Simon? Man hat im Moment ja den Eindruck, dass sich die Dinge fast stündlich irgendwie ändern und immer was Neues dazukommt. Sie sagen, Sie können es nicht einschätzen, was passiert. Es werden jetzt werden Geisterspiele ausgetragen, sprechen auch schon Stimmen davon, dass man Spieltage aussetzen könnte. Haben Sie eine Meinung dazu, was in dieser Situation aus Ihrer Sicht das Beste wäre? Also ich glaube, dass wir eins wissen müssen, dass der Fußball nicht über allem steht. Ja, Fußball hat sich ein- und unterzuordnen der Gesamtsituation. Das halte ich erstmal für das Wichtigste. Und die Entscheidungsträger sitzen woanders. Die, denke ich, werden sich sicherlich genügend im Kopf machen müssen, was das Richtige ist. Und man sieht ja auch, wie schwierig das für alle Beteiligten ist. Also das ist meine ganz persönliche, subjektive Meinung, dass ich glaube, dass alle, die jetzt mit Kritik um die Ecke kommen, ja, man kann doch in so einem Ausnahmefall überhaupt nicht davon reden, jetzt Greifplan A, B oder C. Ich glaube, dass alle versuchen jetzt erstmal ihre Gedanken zu ordnen, was ist wirklich das Richtige, was ist Panikmache, was ist hilfreich. Und ich glaube, dass alle, die jetzt Verantwortungsträger sind, eigentlich die Unterstützung von allen brauchen, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, auch umgesetzt werden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wie gesagt, was das für Auswirkungen in Zukunft haben wird, ich muss die Entscheidung Gott sei Dank nicht treffen. Christian Hoch für die Rautenperle. Herr Hecking, Sie haben gerade gesagt, es gilt jetzt die Situation so, wie sie ist, anzunehmen. Inwieweit thematisieren Sie das denn mit der Mannschaft, diese ganze Situation? Bereiten Sie sie irgendwie auf diese Atmosphäre morgen vor? Ich glaube, man kann sie nicht darauf vorbereiten, auch wenn wir heute im Stadion trainiert haben. Das machen wir ja häufiger, dass wir das Abschlusstraining im Stadion machen. Ich glaube, am besten trifft es, glaube ich, wenn man sagt, man ist in Lagos und spielt gegen die südkoreanische Mannschaft. Das ist die Stimmung. Ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das wird gestern Gladbach mit jemandem gesprochen, der sagte auch, es war ein ganz komisches Gefühl. Ja, du stehst auf dem Platz und du willst einen Konter fahren. Normal ist das Publikum da, treibt dich nach vorne, ist nicht da. Ja, und das sind alles Dinge, die können wir jetzt beschreiben, was uns erwarten kann. Aber ich glaube, ich würde das Spiel lieber erstmal spielen wollen, um dann wirklich meine persönlichen Dinge, die ich da erlebt habe oder wie ich das gefühlt habe, zu beschreiben. Im Moment kann ich es wirklich schwer einschätzen. Die Südkoreaner hatten ein Ultra dabei. Ja, aber der ist ja morgen auch nicht da. Babak Milani von der Bild-Zeitung. Habt ihr schon entschieden, ob Adrian Fein mit oder ohne Maske spielt? Das ist, denke ich, Adrians Entscheidung wieder. Ja, heute im Abschlusstraining hat er ohne trainiert. Das ist jetzt 5 Wochen her. Ich glaube, dass die Entscheidung, wenn ich das mal heute so gesehen habe, für ihn gefallen ist. Weil gestern startete er mit Maske und hat dann zwischenzeitlich die auch abgelegt. Also gut beobachtet. Heute hat er ganz ohne da gestanden. Heute konnten wir nicht beobachten, ja. Das stimmt. Aber ich sag's euch, er hat heute ohne da gestanden. Das ist gut. Und noch eine Frage, bald gibt es ja eine Länderspielpause, wenn dann auch Fußball gespielt wird auf dieser Welt. Kann man als Trainer seine Spieler mit ruhigem Gewissen dann losschicken? Oder würdest du dann sagen, bleib mal hier? Also die Länderspielpause ist in einer Woche. Ja, so lange ist nicht hin. Ne? Und deshalb würde ich jetzt gar nicht spekulieren wollen, was in einer Woche ist. Wir haben es ja gerade gehört, stündlich wird sich was verändern oder verändert sich gerade was. Deshalb auch wieder eine persönliche Einschätzung. Ich glaube nicht, dass die Länderspielpause gespielt wird. Aber wie gesagt, kann ich nicht sagen. Also fragt mich nächste Woche, wenn sie dann doch reisen sollen. Es gibt ja auch Länder, wo gar nichts ist, ob da Spiele stattfinden, wahrscheinlich. Ja, aber auch das ist wieder UEFA-Angelegenheit, denke ich. Stefan Walder, Hamburger Abendblatt. Der Schiedsrichter Dennis Aytekin beim Rhein-Derby hat gestern davon gesprochen, dass er selber bei sich Konzentrationsschwächen ausgemacht hat, weil die Zuschauer fehlten. Befürchten Sie Ähnliches bei Ihren Spielern aufgrund dieser besonderen Situation? Und wie kann man dagegen im Vorfeld anwirken? Also eigentlich wiederholen sich eure Fragen und meine Antworten. Ja, ich kann es nicht beurteilen. Wenn der Dennis Aytekin davon spricht, dann ist es sein Erfahrungsbericht. Ich weiß nicht, ob bei mir morgen Konzentrationsmängel da sind, nur weil keine Zuschauer da sind. Kann ich beurteilen. Genauso wenig wie bei den Spielern. Ja, das Spiel wird morgen so gespielt anscheinend, wie es jetzt vorhergesagt ist, ohne Zuschauer, ohne Emotionen. Ja, wir müssen es schaffen, dass wir eine emotionale Stimmung in die Mannschaft reinbekommen.
dass wir ihnen verdeutlichen, dass trotz allem es morgen um 3 Punkte geht, die wichtig sind. Ja, und das werden wir natürlich versuchen, der Mannschaft genauso mitzuteilen. Und trotzdem wird morgen etwas anders sein. Und jeder reagiert da anders drauf. Es wird Spieler geben, die sind froh, dass kein Zuschauer da ist, weil dann keiner pfeift, wenn er einen Fehler macht. Und es wird Spieler geben, die sagen, scheiße, ich brauche aber diese Stimulanz von außen. Also bitte, die Fragen erübrigen sich eigentlich jetzt für mich, weil lasst uns das Spiel morgen spielen und danach kann ich, denke ich, ein bisschen mehr sagen. Simon Brasch für die Mopo mit einer neuen Frage. Können Sie was zum Kader sagen? Gideon Jung ist ja, glaube ich, wieder einsatzfähig. Jairo war letztes Mal nicht dabei. Ändert sich irgendwas? Ja, also von denen, die heute trainiert haben, werden Stefan Ambrosius nicht mitfahren und Bobby Wood, alle anderen sind dabei. Also Jordan Bayer nicht, aufgrund seiner Gehirnerschütterung fällt er raus. Jamra. Und Jairo. Konzentrationsschwächen. Zu wenig los. Ne? Boah, viel voller war sonst auch nicht. Da, ja, da sind wir wieder bei damals, genau. Fangen wir nicht mit an, ja. Gibt es noch weitere Fragen? Nein? Dann herzlichen Dank für das Interesse. Vielleicht ja bis morgen Abend.